Und bei mir ist Christoph Reisinger, der Chefredakteur der Stuttgarter Nachrichten. Herzlich willkommen bei Phoenix. Ist das hier? Wie kommt es, dass ausgerechnet in Baden-Württemberg die Grünen so stark sind, vielleicht sogar vor der CDU liegen? Das hat ganz wesentlich mit der Entwicklung der Grünen insgesamt und in Baden-Württemberg im Besonderen zu tun, die sich ja mehr und mehr zu einer wertkonservativen Partei entwickelt haben. Und das ist etwas, das hier in Baden-Württemberg nach wie vor gutiert wird und gut ankommt. Wie sieht denn jetzt die Regierungsbilanz von Grün-Rot aus in den letzten 5 Jahren? Die Regierung hat einiges angestoßen. Sie hat, was aber auch Widerstände gegen ihre Politik hervorgerufen hat, deutliche Zeichen in der Schulpolitik, Thema Gesamtschule vor allem gesetzt. Die Polizeireform war ein großes Thema mit dem Ziel zu sagen, wie kriegen wir mehr Beamte in den Vollzugsdienst und weniger in der Verwaltung beschäftigt. Ansonsten ist diese Bilanz sicher aber auch eine gemischte in der Finanzpolitik. Wenn Sie sich's anschauen, Baden-Württemberg hat in den wirtschaftlich und steuerlich sehr guten vergangenen 5 Jahren weiter neue Schulden gemacht. Nicht durchgängig, aber nennenswert. Das fällt schon auf. Also da glänzt nicht alles. Jetzt schauen wir uns mal den Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann ein bisschen genauer an. Der mutet ja seiner eigenen Partei, vor allem der eigenen Partei in Berlin, einiges zu. Da ist die Zustimmung zum Asylpaket der Bundesregierung. Und dann hat er jetzt in den letzten Tagen sogar noch den bayerischen Ministerpräsidenten Seehofer gegen Angriffe aus der eigenen Partei verteidigt. Ist der mehr konservativ als grün? Nach meiner Wahrnehmung ist er beides. Er ist grün in seinen Grundthemen, vor allem Ökologie, Umbau der Wirtschaft nach oder Weiterentwicklung der Wirtschaft nach ökologischen Zielen. Er selber ist im Habitus, im Auftreten sicher das, was hierzulande als ein aufrechter Konservativer gilt. Ja? Und wenn Sie sagen, er mutet der Bundespartei viel zu, er kann ihr natürlich auch viel zumuten. Zeigen Sie mir einen grünen Politiker, der ähnlich erfolgreich unterwegs ist zurzeit. Welche Rolle hat denn die Flüchtlingspolitik im Wahlkampf gespielt? Das hat die überragende Rolle gespielt. Ich konnte die anderen beiden Landtagswahlkämpfe weniger intensiv verfolgen, habe aber auch dort den Eindruck, dass Flüchtlinge das überragende Thema war, das viele Landesthemen überlagert hat. Also gerade die vielleicht schwächeren Seiten in der Bilanz der Regierung, das kam gar nicht mehr zum Tragen, weil in den vielleicht nicht die letzten Tage, aber in den Monaten davor, Flüchtlinge war das Thema. Und die Grünen haben in so einer Art Salto Mortale gesagt, wer Angela Merkels Flüchtlingspolitik unterstützen will, der muss grün wählen. Kam das an bei den Leuten? Das kam zumindest in ihrer mobilisierbaren Anhängerschaft offensichtlich an, denn anders kann ich mir die guten Umfragewerte der letzten Wochen nicht erklären. Da hatten die Grünen meines Erachtens aber auch weniger ein Problem als andere Parteien, die es da sehr viel mehr auseinanderzieht. Das ist mein Eindruck, da steht die Anhängerschaft der Grünen homogener hinter der Position des Ministerpräsidenten, die in dieser Frage tatsächlich die der Bundeskanzlerin ist. Ein Wort zur AfD. Hat die sich hier konservativ präsentiert oder rechtsaußen? Beides. Wenn Sie es von vorne angucken, über den Spitzenkandidaten speziell, ist ganz klar aufgetreten als das bürgerliche Aushängeschild, das auch einer mit einer gewissen Glaubwürdigkeit. Wenn Sie in die Filiation der Partei gucken und mal auf Kreisverbandsebene schauen, was einzelne Kandidaten zum Besten gegeben haben, dann kommen Sie eher bei rechts außen raus. Herzlichen Dank an Sie für diese Einschätzung und weiter geht's in Bonn.